Jan van der Mark sagte, ich soll am 8. Januar in Chicago den Konkret-Traffic machen. Meine Aktionsplastik, die ich jetzt in der Domstraße mit der Galerie Art Intermedia realisiere. Mein Wagen, in dem Sie mich hier sehen, wird in Zement eingegossen. Statische Berechnung hat stattgefunden von einem Statiker. Jan van der Mark sagte, aber vielleicht kriegen wir Ärger mit der Chicago Traffic Police. Denn es ist doch üblich, dass Leichen in Zement eingegossen werden. Meine Plastik, mit der ja eine Aktion verbunden ist, soll am besten in einer Parkreihe in einer Stadt, ob es Köln ist oder eine andere, stehen bleiben. Das wäre die ideale gesellschaftliche Relevanz, das eingefrorene Auto mitten zwischen anderen noch verkehrstüchtigen Autos. Das allogische Element würde dann sehr stark zum Bewusstsein kommen. Und wo seid ihr denn? Ach, doch nicht hier in der engen Domstraße, machen wir doch nicht weiß. Also auf jeden Fall entspringt es keinem normalen Geist. Ich halte ja nichts davon, ein Verkehrsbehindernis. Ja. Er kommt durch die Stadtverwaltung auf den Kopf, wenn er das privat macht. Das ist kein richtiges Denkmal. Hat er den Platz gemietet hier, die Straße? Das muss doch Gebühren kosten und so weiter, wenn ich hier ein Auto einzementieren will. Zuerst mal ist es eine große Verkehrsstörung, ne? Ja, wir sind froh darüber. Das ist weniger haben wir mit dem Straßenverkehr zu tun. Dann wird ja sowieso ausgestellt und kommt an einen sicheren Ort. Ne? Und da hat die Polizei da nichts mehr mit zu tun. Was ist denn dem sein Spezialfach? Ja, Künstler. Künstler gibt es, Popsänger und alle möglichen. Jedenfalls auch im Bad hat er eine Kotelette da. Der sieht aber nicht nach einem Künstler aus. Irgendwie verrückt. Von wem denn? Wer ist denn das? Ein Friedhofskünstler. Ach, einzementiert. Warum denn das? Naja, ich weiß nicht, sowas gibt's ja noch gar nicht. Das ist ja erstmalig. Aber vom Betonieren haben die Leute keine Ahnung. Man muss sehen, wie es fertig ist, ne? Versperrt das nicht hier den Zugang zur Straße und so weiter? Das, ich würde sagen, grober Unfug ist noch zu glimpflich ausgedrückt. Das, obwohl das jeder machen würde, der ein paar Mark in der Tasche hat, wie es in einem Jahr in Köln aussähe. Einer mit der Nähmaschine, vielleicht wird er auch ein... Das ist die Hobby, wo man jetzt aber Schrott. Das hält in aller Ewigkeit. Kommt bloß drauf an, wo er mit den Zementklostern hin will. Wo ich das Ding aufstellen würde? Ich möchte bei Nasan am Rudolfplatz. Also man kann gegen einen Betonklotz laufen, ohne etwas zu erreichen. So ungefähr möchte ich das bei Nasan. Ich halte übrigens viel davon, weil ich Handwerker bin. Für mich ist es natürlich ein mutiges Kunstwerk, denn ich würde nicht mein Auto einzementieren, nicht? Da müsste ich mir ein neues kaufen. Das ist richtig. Ja, warum? Lass ihn da. Und wir hoffen, dass der Lack keinen Schaden nimmt. Das Auto in Zement einzufrieren ist eine Möglichkeit, mit dem Auto umzugehen und das Auto zu interpretieren. Natürlich, wie bei jedem Objekt, das ich mache, gibt es ja auch hier 100 mögliche Interpretationsansichten oder Weisen. Aber im Grunde ist es ein Albtraum, an den ich denke, wenn man auf der Autobahn in einer Verkehrsschlange ist oder in der Stadt ein Verkehrschaos ist, wenn ich mir vorstelle, dass nun alle Wagen zementiert würden innerhalb von Sekunden und nun ein zementiertes Autochaos dastehen würde.